Hallo liebe Facebook, YouTube und Instagram-Freunde, ich grüße euch. Wir haben heute Donnerstag, den 15. Juli 2021 und ich war ja heute Morgen schon mal mit dem Globus Eistee Zitrone da und habe ja gesagt, dass ich heute irgendwann oder auch morgen nochmal vorbeikomme und habe mich jetzt dazu entschieden, heute nochmal und zwar mit dem Globus Eistee Pfirsich. Ja, nachdem ja heute Morgen der erste Test mit dem Zitronentee von Globus sehr gut und sehr erfolgreich war und der auch wirklich sehr gut geschmeckt hat und auch die ganze Flasche mittlerweile leer ist, habe ich mich jetzt dazu entschieden, den Globus Eistee mit der Marke Pfirsich zu testen. Ich habe ihn ja heute Morgen bei der Neueröffnung des Globuses im alten Realmarkt in Essen-Altendorf gekauft und mich auch im Globusmarkt etwas umgeschaut und im Getränkemarkt so einige gute Sachen entdeckt. Unter anderem gibt es dort auch Capital Bra und auch die ganzen Forbro Eisteesorten. Die hat also Globus tatsächlich auch im Sortiment. Ich habe jetzt nicht geguckt, ob die auch Nestee haben. Das werde ich heute Abend oder morgen machen, wenn ich da noch mal hingehe. Aber der Getränkemarkt ist genauso groß wie früher im Real. Also der ist auch an der gleichen Stelle wie früher im Real. Denn man muss ja eins bedenken, noch vor 2 Wochen war da der Realbetrieb und jetzt haben die in den letzten 2 Wochen den Realmarkt umgebaut und zu Globus gemacht. Die Mitarbeiter sind ja auch die gleichen geblieben. Zum Glück muss man sagen, dass Globus die alle übernommen hat. Man hat sie auch alle sofort erkannt, nur haben sie jetzt keinen Kittel mehr, sondern eben den typischen Globus-Kittel an. Und ich habe mich gefreut, der Laden sieht gut aus, hat sich ganz wenig nur verändert. Zum Glück, muss ich sagen, so kommt man natürlich auch prima zurecht. Aber er ist schön, er war immer schön. Als noch Real drin war, war er schön, weil das war der modernste Real Deutschlands. Und jetzt ist eben der modernste Globus da drin. Und das macht mich auch irgendwie glücklich. Wir haben ja auch noch einen zweiten Realmarkt in der Stadt. So, und hier ist jetzt der Getränketest, damit ich nicht noch 5 Stunden ausschweife. So sieht die Flasche aus, hergestellt hier von Globus SB Warenhaus, wie es hier auch steht. Die Zutatenliste ist also ganz klar. Zutaten 81% Aufguss aus Schwarztee, Wasser, schwarzer Tee, Zucker, Aufguss aus Hagebutte, Wasser, Hagebutten, Tee, Aufguss aus Hibiskus, Pfirsichsaft aus Pfirsichsaftkonzentrat, Säurungsmittel, Zitronensäure, natürliches Aroma und auch hier ist wieder Koffein drin, steht zumindest drauf. Warum das der Fall ist, ich habe keine Ahnung. Ich wusste auch eigentlich nicht, dass es in Eistees überhaupt Koffein gibt. Aber das ist auch nicht schlimm. Das hält einen ja dann auch ein bisschen wach, denn ich bin ja schon seit 5 Uhr aktiv, weil ich ja heute Morgen um 7 Uhr zur Öffnung im Globusmarkt war. So, wir öffnen jetzt mal die Flasche. Oh, herrlich. Also der Globus Eistee Pfirsich riecht sehr gut. Sehr stark nach Pfirsich, einen schönen, starken, kräftigen Pfirsichgeruch. Das freut mich, das finde ich gut, ich liebe es. So, wir schütten ein. Oh, die Flasche ist 1,5 Liter drin. So sieht der Eistee aus. Wir probieren ihn. Ja, also ich muss sagen, dieser Eistee schmeckt etwas wässrig. Man schmeckt aber trotzdem die Pfirsich, also Entschuldigung, den Pfirsich, trotzdem etwas wässrig. Und man schmeckt die Süße, den Pfirsich, lecker. Ich finde es nur ein bisschen, man sollte dieses Wässrige vielleicht ein bisschen wegmachen. Vielleicht ein bisschen mehr Pfirsich rein. Das wäre natürlich nicht schlecht. Aber ansonsten sehr empfehlenswert. Von 10 Punkten gebe ich diesem 9, weil es halt ein bisschen wässrig schmeckt. Aber ansonsten bin ich sehr zufrieden mit diesem Eistee.
und hoffe, ihr probiert ihn mal. Wenn ihr bei euch in der Nähe einen Globus habt, dann holt euch mal die Eisteesorten. So, das war's dann mit diesem Eistee. Ich komme morgen mit dem nächsten Eistee. Es sind noch drei verschiedene Sorten, die ich von Globus Eigenmarke gekauft habe. Und die werde ich morgen testen. Und in den nächsten Tagen werde ich dann auch noch die Eisteesorten der zweiten Globus-Marke jeden Tag testen. Obwohl ich auch sagen muss, ich habe diese jeden Tag-Marken zum kleinen Teil auch schon im Real gesehen. Neben den Eigenmarken von Tipp und Real Quality. Gut, also ich hoffe, euch hat das Video gefallen mit dem Globus Eistee. Schickt mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal bei YouTube, folgt mir gerne bei Instagram oder meldet euch auch gerne bei Facebook. Bis bald, macht's gut, tschüss.